Ja, liebe MyTischtennis-User, einige von euch erkennen wahrscheinlich schon, wo ich hier stehe. Ich stehe vor dem Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf und wir wollen uns mal anschauen, wo denn eigentlich die Profis trainieren. Kommt mal mit! Hi! Hi Tim! Alex? Das ist Tim Metzler vom DTTB. Er ist Organisationsleiter im Deutschen Tischtennisinternat und kümmert sich um alle organisatorischen Angelegenheiten, die den DTTB in Düsseldorf betreffen. Ja, dann lass uns doch mal schauen, wo die Profis hier eigentlich trainieren. Ja, dann kommt mal mit, dann zeige ich euch die Halle. Ja, Tim, wir stehen jetzt hier in einer von drei Trainingshallen, die es in diesem ganzen Komplex gibt. Wer trainiert hier, wann, in welcher Halle? Genau, wir sind jetzt in der DTTZ-Halle. Hier ist gerade ein Lehrgang von der Herren-Nationalmannschaft. Die trainieren ja auch tagtäglich, eigentlich ja, 2 bis 3 Mal am Tag. Vormittag, nachmittags, ab und zu noch eine Einheit am Abend. Wie gesagt, hier sieht man ja schon ein paar Spieler aus dem Perspektivkader und auch ein paar Sparringspartner. Das sind ja, teils auch unterschiedliche Spieler und halt auch die Spieler von Borussia Düsseldorf, die hier mit den Herren tagtäglich trainieren. Darüber hinaus gibt es auch noch 2 anderen Halle, einmal die Staufenhalle. Da trainiert unsere Damen-Nationalmannschaft und auch das Internat. Darüber hinaus sind auch der Paratischtennis mit dem DBS sind dort auch in der Regel täglich aktiv. Dann gibt es noch der Arax Center Court, da sind vor allem die Amateurmannschaften von Borussia Düsseldorf, aber auch der WTTV ansässig. Ist auf jeden Fall immer gut Betrieb hier in den Hallen und wenig freie Zeiten. Ja. Nach dem Training steht uns Lars Hielscher für ein Gespräch zur Verfügung. Er ist Cheftrainer im DTTZ und Assistenztrainer von Jörg Roskopf. Wenn der Bundestrainer verhindert ist, leitet er das Training. Ja, wir haben gerade hier noch die Spieler in Aktion gesehen. Jetzt ist das Training vorbei. Erklär doch mal, wie funktioniert hier das Training? Wer spielt mit wem? Gibt es Partnerwechsel? Also wir haben teilweise auch manchmal im Training Partnerwechsel. Am Ende, wenn wir aufschlagfrei spielen, das ist oft so die 4., 5. Übung, dann wechseln wir manchmal auch die Partner, aber sehr häufig ist es eigentlich so, dass wir bewusst einteilen, der eine möchte oder soll, die Spieler können auch Wünsche äußern vom Training manchmal, soll mit dem Linkshänder spielen, soll gegen einen bestimmten Gegner spielen und dann lassen wir eigentlich auch die gesamte Trainingseinheit meistens die Paarung so zusammen, wie sie am Anfang eingeteilt ist. Und dann spielt jeder Tisch auch für sich eine eigene Übung? Das kommt auch immer ein bisschen auf den Zeitpunkt an. Also wenn wir zum Beispiel die Sommervorbereitung machen, dann wird sehr viel gleich trainiert, wo erstmal lange Ballwechsel trainiert werden sollen, viel an der Basis gearbeitet wird, viele Beinarbeitsübungen im Sommer zum Beispiel. Dann wird eigentlich an allen Tischen die gleichen Übungen gespielt. Wenn wir jetzt kurz vorm Turnier sind, jetzt steht die WM an, dann wird schon deutlich individueller gearbeitet und individuelle Übungen auch an jedem Tisch gegeben. Ja. Und wie viele Trainer laufen dann hier rum? Das ist auch unterschiedlich tatsächlich. Jetzt ist Rossi auch da, der den Lehrgang leitet. Das wechselt halt auch immer ein bisschen, aber wir versuchen schon immer mehr ranzukommen, dass wir viele Trainer haben für die Spieler. Und deswegen Zhu Chaoyong ist wieder komplett bei der Herrengruppe dabei. Le Yang als Balleimer-Trainer, sodass wir da auch an den Tischen individuell arbeiten können. Balleimer-Training, wie es auch heute Morgen dann stattgefunden hat in der zweiten Hälfte. Also dass wir schon versuchen, viele Trainer pro Spieler eben zu haben. Und weiter geht's mit Tim Richtung Mensa. Oh ja, das hier sieht eher nach Feiern aus. Ja, hier werden auch gerne einmal im Jahr oder mehrmals die Titelgewinne von Borussia Düsseldorf gefeiert. Aber hier haben auch die Spieler vor und nach dem Training natürlich die Möglichkeit, sich nochmal aufzuhalten, Kaffee zu trinken, vielleicht auch mal kurz zu quatschen untereinander. Dafür bietet sich das an. Aber lass uns mal schauen, wo es was zu essen gibt. Machen wir. Hier sind wir im Speisesaal des DTTZ. Hier haben unsere Profispieler, aber auch unsere Internatler eigentlich täglich die Chance, Frühstück, Mittag und Abend zu essen. Hier wird dann halt auf sportlergerechte Ernährung geachtet. Es gibt immer eine frische Salatbar morgens, eine große Auswahl an verschiedenen Müsli und Haferflocken. So auch, dass das Sportlergerechte auf jeden Fall hier im Fokus steht. Aber auch andere Gruppen wie Lehrgänge
von den anderen Verbänden, die im Haus sind. Und auch die Hotelgäste, die sich hier im Haus befinden, können ebenso hier das Angebot wahrnehmen. Gibt es denn hier auch mal Burger und Pommes? Das eher weniger tatsächlich. Frittiertes ist hier No-Go. Genau, aber ein Steak kommt hier öfters schon mal. Gerade bei den Lehrgängen ist hier gern gesehen von den Profisportlern. Eigentlich das Lieblingsessen. Genau, aber ja, so Frittiertes ist schon eher nicht auch hier auf der Tagesordnung. Ja, mit der großen DTTZ-Trainingshalle haben wir das vermeintliche Herzstück schon gesehen. Aber hier geht noch eine Treppe hoch. Sie führt uns ins Internat. Und da oben erwartet uns noch der Fitnessbereich. Warum es da oben mal eiskalt und mal brütend heiß dann wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.